Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum, wo wir uns im letzten Part nochmal in das Krypto-Pokémon-Labor begeben haben. Denn hier soll ja jemand rumstreunern, welcher ja quietschgrün gekleidet ist. Und der hat nämlich noch ein Krypto-Pokémon. Verdammt nochmal. Wo ist nur diese CD-ROM mit den Daten, also die Steuer-CD? Die darf doch nicht in falsche Hände geraten, sonst, naja, gehen wir in den Knast wie Uli Hoeneß. Wie sollen wir denn bitte Steuerhinterziehung machen, wenn wir keine Steuerdaten haben? Also keine Krypto-Pokémon, wenn wir das nicht haben. Was? Wann seid denn ihr hier aufgetaucht? Hä? Ihr seid doch die beiden, die damals in Fennec im Bürgermeisterhaus waren? Und die seitdem immer und überall die Pläne des Team Krypto stören? Aber meine Pläne werdet ihr nicht vereiteln. Kommt erstmal schön auf uns zugerannt. So, eine Herausforderung von Kryptoknecht Verdi. Ja, zum Glück heißt er nicht, Merdi. Okay. Loblatz dürfte das Krypto-Pokémon sein. Dann können wir uns nämlich schön auf, Groink konzentrieren, wollte ich gerade sagen. Nein, können wir noch nicht. Das können wir noch nicht. Aber gleich werden wir das tun. Und zwar, Jasmin. Er hascht erstmal einen Blick. Ja, das ist ein Krypto-Pokémon. Das hast du richtig gesehen. Wir machen erstmal einen Spukball auf Groink und dann machen wir einen Funkensprung. Nö. Ach verdammt, du bist ja eh schnell. Ach komm, wir machen erstmal einen Regentanz. So, mach erstmal Regentanz. Dann gucken wir mal, welches als nächstes Pokémon kommt. So, erstmal einen Spukball, der schön auf Groink geht. Auf Gronk natürlich. Level 62 wurde erstmal besiegt. So. Und dann gucken wir erstmal, was wir jetzt hier als nächstes bekommen. Ein Slimer. Schon wieder so ein Viech, was eigentlich. Naja. Gut. Kryptoschlag. Naja, so viel wird er nicht anrichten. Naja, 12 KP. Sei mal okay. Na gut, eigentlich werde ich jetzt mit einer schönen Psychokinese angreifen. Aber dadurch, dass wir einen Regentanz haben, können wir jetzt erstmal getrost den Meisterball auf Position 1 setzen. Den können wir dann natürlich auch verwenden. Versteht sich, also Meisterball benutzen und dann tauschen wir ihn sofort wieder aus, also von der ersten Position weg, denn den Meisterball, den möchte man ungern verlieren und dann machen wir einen gepflegten Donner auf Slimog, auch wenn das jetzt nicht so viel bringen sollte, aber egal. Und ich meine, wie gesagt, wenn jetzt welche einschalten, das ist vom Spiel so gemacht, also ich meine, war vielleicht nicht von den Entwicklern beabsichtigt, aber wenn es das Spiel halt zulässt, dann bin ich der Meinung, dass man sowas auch nutzen darf. Das ist ja kein Cheaten an sich. So, Tohaido wird eingesetzt. Oh, das wird interessant. Kann ich nämlich auch mal schön mit dem Donner draufknallen. Aber wir warten erstmal, was das nächste Pokémon wird. Okay, also bleibt bei Slimog. Und er setzt einen Komprimator ein. Ich werde trotzdem auch Tohaido. Nein, er hat den Komprimator angewandt, deswegen werde ich folgendes machen. Ich werde mit dem Donner auf Slimog gehen und Tohaido wird von Jasmin angegriffen mit einem Turmkick. Denn wenn er jetzt Komprimator einsetzt, dann setze ich doch lieber auf eine sichere Schadensquelle. Also eine, die dann halt mit ja, Gewissheit trifft, nämlich Donner bei Regentanz. Und das ist halt eine ganz fiese Kombination, aber verdammt, warum ging die Attacke jetzt daneben? Warum musste sie jetzt daneben gehen? Und warum kommt jetzt eine Hydro-Pumpe? Die wird auch gegen Jasmin gerichtet sein. Genauso eine unfaire Aktion. Okay, ich sehe schon ein. Aber damit wirst du nicht davon kommen. 88 Anel, du kommst erstmal in den Kampf. Aber Tohaido, das lasse ich mir nicht bieten. Ich werde nämlich erstmal einen Beleber anwenden. So, damit Jasmin auch schön diese KP bekommt. Also Items, wo haben wir dich? Beleber. Ich habe ja noch 6 Stück, deswegen ist das auch kein Problem. So, Jasmin erholt sich und dann Raikou, Donner, Tohaido. Eine gute Kombination. Regentanz, Raikou, Donner auf Tohaido. Gemäß, also vorausgesetzt, es setzt halt kein Taucher ein. Das hat er aber zum Glück nicht gemacht. Und deswegen können wir hier erstmal ganz bequem weitermachen. Wir haben ja das Loroblatt gefangen. Was wird jetzt aus meinem Traum vom Aufstieg in die Führungsriege? Nichts, du wanderst in den Knast aufgrund der Steuerhinterziehungen. Nun gut, er ist auf jeden Fall weg.
finden wir hier noch irgendwas Interessantes. Ja, die Steuer-CD, die hatten wir ja, wie gesagt, eingesammelt. Das fand ich ja ganz witzig. Wie ich auf die Steuer-CD kam, das war, da hatte... Ah, welcher Teil war das? Da hatte auf jeden Fall Domtendo. Ja, wie soll man sagen? Domtendo hatte da ein WarioWare-Teil gespielt für den GBA. WarioWare 4? 5? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war halt ganz interessant, weil, da kann man so CDs einsammeln, die zählen halt auch zu den 100%. Das sind eigentlich Musik-CDs und da habe ich so geschrieben, dass das keine Musik-CDs sind, sondern das sind Steuer-CDs und so weiter. Und da hat er sogar mal zurückgeschrieben und hat so gefragt, warum bin ich nicht auf die coole Idee gekommen? Also, den Kommentar fand ich wohl mal genial. Und das ist halt, ist jetzt natürlich mal toll, wenn halt ein größerer Let's Player da auch einem antwortet, ne? Also, Fotos verschicken, bald aus Orkus. Francine, wusstest du das schon? Mit dem PDA kann man nicht nur Mails, sondern auch Fotos empfangen. Zur Probe schicke ich dir mal ein Foto mit. Ich hoffe, es kommt auch gut bei dir an. Dank LTE ungedrosselt schon. Ah, da haben wir sie, okay. Ja, Bild geöffnet. Da haben wir jetzt die, keine Ahnung, wie sie jetzt hieß, gehabt. Und ich denke mal, wir müssen jetzt schon wieder, oder ich denke mal, dass wir jetzt in eine andere Stadt müssen, um schon wieder eine Mail zu bekommen. Also Richtung Orkus mal. Wir brechen mal Richtung Orkus auf. Vielleicht bekommen wir ja da noch was. Mal gucken. Ah ja, wir bekommen mal wieder was. Also. PDA. Und dann gucken wir mal auf die Mails. Krallmaschine. Watt aus Orkus. Ich bin's, Watt aus Orkus. In letzter Zeit hört man auch oft, das Team Krall hätte die große Krallmaschine repariert. Ich weiß nicht, was ich von dem Gerücht halten soll. Was denkst du? Vielleicht solltest du der Sache auf den Grund gehen, Francine? Ja, machen wir. Das machen wir. Zuvor Pokémon heilen in Fennec. Und dann, wenn wir das erledigt haben, geht es wieder mal ins Team Krall versteckt. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir haben jetzt schon 42 gekrallte Pokémon. Und schon wieder eine Mail. Das nimmt ja jetzt gerade kein Ende. Das ist ja manchmal schlimmer als jedes Spam hier. Mail, meine ich. Als jedes Spam-Mail. Krypto-Pokémon? Fragezeichen. Ich bin Swat aus Orkus. Es gibt weitere Infos von Team Krall. Es gibt Gerüchte, dass im Versteck des Team Krall ein seltsames Farbigel und ein Ursaring stecken sollen. Das solltest du auf jeden Fall einmal untersuchen. Ah ja, das klingt doch mal interessant. Denn diese Pokémon, die haben wir ja schon in der Krall-Info, aber wir wussten nicht, wo die sind. Und jetzt ist das sozusagen offiziell, die werden wohl dort sich befinden. Aber wir heilen erstmal unsere Pokémon. Jupp. Ja, du benötigst meine Pokémon, ansonsten kannst du die auch nicht heilen. Das ist genauso wie, wenn an meinem Bein etwas ist, dann brauchen wir meinen Körper, speziell das Bein, um da was operieren zu können. Aber das Lästigste, was ich mal hatte, war eine OP am Hals. Da hatte ich irgendwie so einen Abszess. Da hat sich irgendwie so ein Haar eingekapselt und das ist dann halt gealtert. Und das hat dann so einen riesen Abszess gebildet. Der hat so, oh Gott, der sah so rötlich aus, so richtig dunkelrot. Und naja, die haben das dann halt alles lokal betäubt. Also da war ich halt im Krankenhaus, da haben die das lokal betäubt. Und da hat es eine Stunde gedauert, ehe das alles so mit diesem Sauger da rausgeholt haben, weil da diese Verkapselung, die hat sich da ein bisschen widerspenstig verhalten. Aber naja, gut, was soll man halt machen? So, Krypto-Pokémon-Liste. Ich bin's bald. Hier noch mehr Namen von der Liste. 6 Krypto-Pokémon. Noctu, Vati, Hundemann, Potrot, Miltank, Botogel. Weitere Infos schicke ich dir, sobald mehr Namen entschlüsselt sind. Ich bleib dran. An den Steuersündern. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann begeben wir uns hier mal ins Versteck rein. In das ehemalige große Team Krall-Versteck. Werden wir neuen Widersachern begegnen? Ich meine, wir haben es ja schon eigentlich ordentlich durchsucht, aber hier wird es wohl noch weitere Trainer geben. Deswegen sichern wir einmal den Spielstand. Und es fehlen nur noch 6 Krypto-Pokémon, die wir uns krallen müssen. Wablu ist schon mal eins davon. Was für ein leichtsinniger Bursche. So trifft man sich wieder. Da haben wir zum Beispiel die Jenny. Ich weiß nicht, ob ich von ihr das Pokémon gekrallt hatte. Auf jeden Fall ist sie so schlank, sie hat eine Oberschenkellücke. Das hat man schon mal gesehen. Papunga! Ich glaube, das war das Papunga! Es sieht vom Level her eigentlich zu hoch aus, als dass es sein könnte. Aber wir lassen uns mal überraschen, denn das fehlt uns nämlich auch noch. Nee, warte mal. Doch, Wapu, Papunga?
Oder täusche ich mich da gerade? Ich muss mich da wohl täuschen. Naja, ist ja auch egal. So, Roselia bekommt die Psychokinese ab. Der Funkensprung geht auf Papunga. Schöne Grüße von Raikou mit diesem Funkensprung. Und auch auf dich ist der Funke noch nicht so ganz übergesprungen. Aber seht ihr diesen hässlichen Schatten? Habt ihr diesen hässlichen Schatten gesehen? Diese Kanten? Also eigentlich ist Papunga ein Würfel. Mit zwei Würfeln an der Seite. Und irgendwie erinnert mich Papunga an so Cheerleader mit so Pompons. Oder wie? Pompons? Pompons in der Hand. Und nicht Tampons. Da gab es immer die Frage, was haben Cheerleader in der Hand? Tampons oder Pompons? Oder wie die auch richtig heißen. Und da hat wohl jemand echt Tampons geantwortet. Sonnentag. Okay, du willst die Pflanzenattacken stärken. Das sehe ich ein. Ich meine, Solarstrahl braucht jetzt keine Aufladung. Wenn jetzt noch jemand Chlorophyll hat, dann bedeutet das nämlich Init plus bei Sonnenschein. Aber wir werden trotzdem mit dem Funkensprung arbeiten. Also wir sind schon mal schneller mit Raikou. Deswegen Papunga wird es nicht überstehen. Das wurde schon mal besiegt. Und hier nochmal die Ecken. Wunderbar. Komischerweise haben die bei dem Pokémon echt geschlampt. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber da haben sie echt geschlampt. Und 999 EP habe ich so im Augenwinkel noch gesehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Giflor hat es nicht überstanden. Wunderbar. Also gut, Level 51 gegen Level 66 oder was ich gerade bin. Das sollte man auch nicht überstehen. Das wäre ein bisschen komisch. So, und das war's dann auch schon. Das ist es gewesen. Kryptoknecht Jenny. Was? Ich habe schon wieder verloren. Wieso? Warum? Kann ich mir auch nicht erklären. Keine Ahnung. So. Okay, weiter soll es gehen. Wir müssen jetzt, denke ich mal, nee, nicht hierhin, sondern doch, wir müssen dahin. Wir müssen doch runter, natürlich. Natürlich, wir müssen runter. Hier müssen wir lang. Zack. Dann geht es hier lang. So sieht das aus. So muss das sein. Hier gibt es nichts. Hier gibt es kein Item, was ich hätte übersehen können. Aber wir gucken mal hier entlang. Vielleicht kommt hier uns ja noch jemand entgegen. Ach so. Also, ich kann schon wieder mit dir kämpfen? Okay. Na gut. Gib noch ein paar EP. Hallo Nero. Schon wieder Nero. Warum denn auch nicht? Rihorn und Reptane. Naja. Gut. Machen wir das auch nochmal ganz geschwind hier. So, Raikou ist vor Fehl am Platz, aber. Also, ist Level 66, kurz vor Level 67 stehen wir mit Jasmin. Und dann schauen wir mal. Also, Turmkick auf Rihorn. Und dann machen wir auch mal einen Regentanz und dann mache ich einen Donner auf Reptane. Mal gucken, was sollte ausreichen. Zumindest ist jetzt irgendeine Pflanzenattacke, die er einsetzen könnte, erstmal geschwächt. Das ist ja wenigstens das Gute dran. Aber Rihorn kann sich erstmal zu den besiegten Gegnern einreihen. Aber wir warten erstmal ab, weil ich mir ja nicht merke, welche Pokémon sie haben. Okay, Muntier. Das muntere Tier. Und die Zermalmklaue, die werden wir trotzdem überstehen. Naja, locker. 178, 22 KP gerade mal abgezogen. Also das ist ja nun gar nichts. Deswegen Turmkick auf Muntier. Und wir hauen den Donner auf Reptile, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Aber vielleicht kann es ja der Step noch richten. Naja, fast. Fast. Okay. Reptile ist dafür aber paralysiert und ist dadurch langsamer. Und kann eventuell nicht angreifen. Och, wie schade. Das finden wir doch alle schade, oder? Einmal ein kräftiges. Oh. So. So viel dazu. Ah, das wäre schon genug gewesen. Also. Setzt doch mal im Klaue, meine ich, ein. Oh, jetzt hat man 23 KP abgezogen, aber dieser eine KP Abzug mehr, das macht Nicole jetzt auch nicht fett. Deswegen auf Sengo machen wir wie gewohnt unseren Turmtritt und, ach komm, hier auf Funkensprung. Das trifft er jetzt mehr als nur garantiert eigentlich, wenn Regentanz aktiv ist. Das sind halt so Techniken, die muss man kennen. Weil es ja, wie gesagt, Pokémon gibt, die gerne Doppelteam anwenden und sowas. Also damit ihren Ausweichwert erhöhen oder halt gerne die Genauigkeit senken. Oder beides in einer Kombination. Und dann muss man halt gucken. Dann muss man halt wissen, welche Kombis oder welche Kombos gibt es, die das aushebeln können. Und hat man die gerade parat, das ist natürlich auch noch die Sache.
Fies ist natürlich, wenn man vergiftet wird und dann irgendwie trifft man den Gegner nicht mehr, weil die Genauigkeit arg gesenkt ist oder andere Dinge. Ja, auf jeden Fall, ja, wir sind stark, das wissen wir mittlerweile. Und dann werden wir uns im nächsten Part weiter in diesem, Team Krall-Versteck umsehen. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von Let's Play Pokémon Kolosseum sieht man sich.